Wusstest du, dass Geld auf Bäumen wächst? Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Geld wächst auf den Bäumen, das sagen zumindest reiche Menschen. Und weißt du was? Das stimmt, aber man muss es natürlich genau erklären. Das mit den Bäumen ist ja nur ein Bild. Und in diesem Bild sind Bäume unsere Ideen. Das soll heißen, Geld erwächst aus Ideen. Es ist oft so, dass die Mittelklasse sich dessen nicht bewusst ist. Die konzentriert sich auf harte Arbeit. Sie konzentriert sich darauf, ihre Aufgaben gut zu machen. Da ist auch nichts Schlechtes dran. Harte Arbeit war immer schon gut. Aber eben nicht alleine. Wenn wir unsere Zeit nutzen, um Probleme zu lösen, dann kommen wir im Leben viel weiter. Durch Probleme lösen. Was sind Probleme? Ein Problem ist irgendetwas, das zwischen dir und deinen Träumen steht. Wenn es das Problem nicht geben würde, dann wärst du schon in deinem Traumleben angekommen. Aber das, was dazwischen steht, zwischen deiner heutigen Situation und zwischen deinen Träumen und Zielen, das ist das Problem. Deshalb ein Problem, weil solange dieses Problem existiert, du eben nicht deine Träume leben kannst. Also nicht angenehm, nicht würdevoll, nicht glücklich, nicht frei leben kannst. Aber lass uns auf die wirtschaftliche Seite schauen. Solange es Menschen gibt, wird es immer Probleme geben, klar. Und wer die Probleme löst, der wird reich. Es gilt, je mehr Ideen du hast, umso mehr Probleme kannst du lösen. Die wirkliche Währung, um viel zu verdienen, ist also Selbstbewusstsein. Jetzt wirst du fragen, hey, was denn, wieso Selbstbewusstsein? Du hast doch eben von Ideen gesprochen. Die Antwort ist ganz einfach. Ideen hat nur der Selbstbewusste, beziehungsweise nur der lässt sie zu und traut sich, diese Ideen umzusetzen. Es geht sogar noch weiter. Wer nicht wirklich selbstbewusst ist, der denkt gar nicht daran, dass er mit Ideen Geld verdienen kann. Er versucht vielmehr Zeit in Geld einzutauschen und so möglichst pflichtbewusst und gut seine Arbeit zu erledigen. Nochmal, da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Aber wenn du vermögend werden willst, dann musst du wissen, solange es Menschen gibt, gibt es Probleme. Und wenn du diese Probleme lösen kannst, wirst du reich. Und je mehr Ideen du hast, umso mehr Probleme kannst du lösen. Wir müssen diesen Zusammenhang verstehen. Auch den Zusammenhang zum Selbstbewusstsein. Das bedeutet nämlich hier, sei dir bewusst, Selbstbewusstsein, sei dir bewusst, dass du endlos Ideen hast. Wirklich endlos. Klar, deine Zeit ist limitiert. Und darum sagen so viele Menschen völlig frustriert, aber ich kann doch nicht noch härter arbeiten. Aber Ideen sind endlos. Und ich sage dir jetzt einen ganz wichtigen Satz. Deine schönsten Träume verkleiden sich als Probleme, die gelöst werden können. Und dafür brauchst du nur Ideen. Lass mich das nochmal sagen. Deine schönsten Träume verkleiden sich als Probleme anderer Menschen. Und wenn du diese Probleme lösen kannst, dann erfüllst du deren Träume. Klar, weil du ja jetzt deren Problem löst. Aber auch deine Träume, weil du dann unfassbar viel Geld verdienen kannst. Natürlich kommen sofort die Einwände. Ich weiß es ja. So einfach kann das doch nicht sein. Und Ideen alleine machen doch nicht reich. Und du brauchst Verbindungen. Und am besten bist du reich geboren. Aber all das hat wieder mit Selbstbewusstsein zu tun. Denn hier gilt, ob du denkst, dass du ein Problem lösen kannst oder nicht, du hast immer recht. Also ob du denkst, du kannst ein Problem lösen oder ob du denkst, du kannst das Problem nicht lösen, du hast immer recht. Denn nach dem Gesetz der Anziehung manifestieren sich deine Gedanken, um zu bestätigen, du hattest recht. Du bekommst nie das, was du willst. Du bekommst immer das, was du bist. Also was du denkst, das ist ja, was du bist, deine Glaubenssätze. Und das zieht alles an im Universum. Menschen fragen mich immer, ist es eigentlich gerecht, dass Einzelne so unfassbar viel Geld verdienen? Und dann sagen sie, hey, kann doch niemand so wertvoll sein wie 50 andere oder gar 100 andere Menschen. Jetzt versuch da mal gegen zu argumentieren. Naja, ich habe einen Vorschlag. Stell dir mal folgendes Szenario vor. Stell dir vor, du nutzt eine gute Idee und du kannst ein Problem lösen, das 1 Million Menschen hilft. Wir machen jetzt mal ein dickes Szenario. 1 Million Menschen hilft das. Sagen wir uns was ganz Einfaches. Du hast ein 10-Minuten-Programm, das zuverlässig jemandem zeigen kann, wie er in 99% aller Nächte sofort einschläft.
So, und da sind jetzt viele Leute, die haben Einschlafprobleme, denen kannst du zeigen, in 10 Minuten, zack, knackst du wie ein Baby. Und deine Zielgruppe sind eben diese Menschen, die echt Stunden sich da rumwälzen und die nicht pennen können und die aber echt ganz schwer einschlafen. Und dann brauchen die vielleicht 1 bis 1,5 oder noch mehr Stunden, um endlich einzuschlafen. Und dann werden die nachts auch mal wach und wälzen sich da rum. Und dann sind sie am nächsten Tag nicht richtig fit. So. Und jetzt hast du eine Idee, wie du dieses Problem lösen kannst. Eine 10-Minuten-Technik, die wirklich funktioniert. Unterstellen wir das mal. Und übrigens nebenbei gesagt, die gibt es wirklich. Es gibt ein paar ganz einfache Übungen, die dauern zusammen nicht mehr als 10 Minuten. Und in 99 von 100 Fällen pennst du wie ein Baby. Garantiert. Wie ein sattes, zufriedenes Baby. Aber gehen wir zurück zu unserer Idee. Du hast also das Problem gelöst. Okay, du schaffst es, dass sich jetzt 1 Million Menschen dafür interessieren. Deswegen musst du eben auch Marketing können. Du musst Social Media und Internet einsetzen können. Dann ist es gar kein Problem mehr. Und wir können für das, was wir können, ja immer Kunden finden. Endlos Kunden. So, wenn du jetzt wirklich unter Schlafstörungen leiden würdest, würdest du für diese 10-Minuten-Strategie einmalig 10 Euro zahlen? Selbstverständlich würdest du das. Also, ich habe viel mehr gezahlt, um an dieses Wissen zu kommen, wie ich zuverlässig einschlafen kann. So, und jetzt hilfst du 1 Million Menschen. Und jeder zahlt 10 Euro. Ist es dann nicht vollkommen in Ordnung, wenn du von diesen 10 Euro 1 oder 2 Euro abbekommen würdest? Überleg deine Antwort gut. 1 oder 2 Euro scheint okay. Aber mal 1 Million Menschen, ist das 1 Million oder 2 Millionen Euro? Boah, ich fände das absolut in Ordnung. Auch wenn du in einer Firma angestellt wärst und wenn du jetzt dieser Firma deine Idee sagen würdest und diese Idee setzt das dann um und macht 10 Millionen Umsatz, die sie ohne deine Idee nie gemacht hätten. Und wenn du jetzt davon 1 oder 2 Millionen abbekommst, vollkommen in Ordnung. Obwohl das unfassbar viel Geld ist. Was ich dir sagen will, je mehr Selbstbewusstsein du hast, umso mehr Ideen hast du. Nimmst du wahr, lässt du zu, setzt du um. Und umso mehr erkennst du, dass du eine wirklich gute Idee hast. Und je mehr gute Ideen du hast, umso mehr Probleme kannst du lösen. Und je mehr Probleme du löst, umso mehr verdienst du. Letztendlich werden wir immer dafür bezahlt, wie viele Probleme wir lösen können. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Letztendlich werden wir immer dafür bezahlt, wie viele Probleme wir lösen können. Und dafür brauchen wir Selbstbewusstsein. Mein Vorschlag, führe ein Ideenjournal. Ich mache das seit vielen, vielen Jahren. Das ist ein leeres Buch, in dem ich alle meine Ideen reinkritze. Und ich mache mir ein Hobby draus, Probleme zu entdecken, die andere Menschen haben und dann zu überlegen, fällt mir irgendwas ein, was die jetzt tun könnten oder was ich für die tun könnte. Und so habe ich hunderte oder sogar tausende von Ideen gesammelt. Nicht alle werde ich umsetzen. Denn es macht mir unter Umständen gar keinen Spaß hier und da. Aber das, was mir Spaß macht und was in meinem Kerngebiet ist, das mache ich dann sehr gerne. Aber auf jeden Fall, auch wenn es weit außerhalb meines Kerngebiets oder Spaßgebiets ist, trainiere ich meinen Geist. Ich trainiere meinen Geist, Probleme zu erkennen und dafür Lösungen zu finden. Also, führe ein Ideenjournal und du wirst lernen, ja, Geld wächst auf den Bäumen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel. Wenn du mehr solcher Videos möchtest, dann bist du automatisch dabei, wenn ich dir die nächsten Tipps gebe und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.